Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Von und mit Mr. Nomdos, dem Let's Play Opa. Ja, ganz klar. So, gut. Ja, wir kommen so langsam Stück für Stück mal weiter rein ins Spiel, lernen neue Sachen kennen, Möglichkeiten und dergleichen. Und ich würde sagen, wir gehen hier direkt mal weiter ins Thema. Da wird gerade geladen. Da sind wir drin und da sind wir wieder im Spiel. So, muss es sein. Okay, bin ich einigermaßen zu sehen? So. Okay. Ich hatte... Genau, wir hatten hier mit dem Lager angefangen. Ich schmeiß auch mal hier die Pause wieder raus und wir starten mal hier direkt. Wir haben dieses Lager... Den Nahrungsspeicher, genau. Gebaut und... Ich hatte mit den Gedanken, ich hatte mit den Gedanken gespielt, hier noch ein weiteres Lager zu bauen. Das war die Geschichte, die wir da noch offen hatten. Und zwar hier so ein ganz normales Lagerhaus, durch wir dann, würde das, das passt hier nicht, sowieso nicht rein, aber wir können das ja drehen. Nicht? So müsste es doch gehen. Jetzt gemerkt. Also, alles klar. Irgendwie war das jetzt komisch. Ja, Auftrieb. Auftrieb, Tutorial. Dein Stadtzentrum kann nicht unendlich viel Gewicht tragen. Wir haben hier schon 38, okay. Um dein Königreich auszudehnen, benötigst du Gebäude, die Auftrieb erzeugen. Platziere diese Gebäude mit Bedacht, damit dein Königreich im Gleichgewicht bleibt. Denk immer daran, dass andere Gebäude ihre Seite des Königreichs senken, während Auftriebsgebäude ihre Seite anheben. Also, okay. Schließen. Moment. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Auftrieb. 38 Gewicht durch Gebäude, maximal 40 tragbar, keine Neigung. Okay, ich verstehe. Also wir sind hier so langsam kommen wir so dahinter, wie das hier alles funktioniert. Wir kommen hier so langsam, aber sicher an die Grenzen des Machbaren. Hier haben wir teilweise hier auch so Propeller und solche Geschichten. Warum man das eine mit dem anderen nicht verbindet? Ja gut, dann wäre es so einfach. Ja? Dass man hier sagt, okay, ich habe hier Gebäude, die auch ihren eigenen Auftrieb sozusagen mitbringen. Das würde dann doch ein paar Sachen erleichtern. Okay, so, wie sieht es denn hier aus? Wir haben im Augenblick eine Technologie, die wir erforschen. Genau, wir verbrauchen oder wir wollen weniger Nahrung verbrauchen. Wir können die Geschwindigkeit so ein bisschen erhöhen, aber wir können hier nichts tun im Stadtzentrum, um Auftrieb zu erzeugen. Was ich ein bisschen schwierig finde, wir haben jetzt zwar den Bereich Auftrieb, wie kann ich denn hier Dinge erforschen? Ja, wir haben zwar jedes Mal hier so die entsprechende Hinweise bekommen, ne, von wegen, du brauchst mehr Antrieb, du brauchst mehr Auftrieb, ja, und hier, wie soll das denn gehen? Ja, ich habe hier Grundlegendes. Muss ich hier irgendwie erst alles Grundlegende machen, bevor ich hier irgendwie weitergehen kann oder wie? So eine Lehmhütte jetzt zu bauen wäre beispielsweise schon schwierig. Ja, die kriegen wir auf keinen Fall mehr irgendwie dahin. Könnte natürlich hingehen und sagen, okay, jetzt mit dem Lagerhaus hier, das war ein bisschen zu viel des Guten, lassen wir das mal. Ja, andere Dinge sind vielleicht wichtiger. Vielleicht sollte ich das auch tun. Ja, hab mich da ein bisschen verkalkuliert. Wir reißen das wieder ab. Ist mir sicherer. So, abreißen. Genau. Weg damit. Okay.
Okay, ist da auch, wir jetzt, wir haben jetzt noch 35. Oder wir haben jetzt ein Gewicht von 35, ne, haben noch ein bisschen Luft. Andere Dinge sind erstmal wichtiger. Wir warten jetzt auch mal hier die Forschung ab. Wie sieht es denn aus? Wir haben ein bisschen Wasser, wir haben ein bisschen Nahrung. Da könnten wir vielleicht nochmal ran. Holz, Rohr, Kohle, okay. Nahrung könnte ein Problem sein. Was ist das? Lehmvorkommen. Ja, nee, erstmal nicht. Ich bräuchte irgendwie ein Dickicht. Wenn da was in der Nähe wäre, wäre das hilfreich. Ich komme wieder nicht weiter mit meiner... Das ist auch irgendwie etwas seltsam. Einen Augenblick. Was ist das? Das Dickicht. Dickicht. Dann dickichten wir mal dahin. Um unsere Nahrung entsprechend zu verbessern. Also unser Nahrungsangebot zu erhöhen. So, macht er das jetzt oder ist er unterwegs? Ja, der braucht natürlich jetzt ewig. Logisch. Wohnblock verbessert. Ah ja. Benötigt 25% weniger Nahrung, das ist cool. Pro Haushalt. Das ist schon mal schön, dass wir das erreicht haben. So. Wasser. Ja, mit dem Wasser, das sollte man wahrscheinlich auch machen. Ich gucke erstmal, was haben wir denn sonst noch? Da ist irgendwie nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier funktioniert. Müssen wir erst hier dann den quasi abgeschlossen haben, damit wir hier den nächsten Schritt machen können? Oder wie ist das? Ein Forschungsprojekt? Ja, ich würde gerne, aber ich darf ja nicht. Ich darf nur das, was ihr mir hier ermöglicht. Und das ist nicht viel, sagen wir es mal so. Ja, und ich will jetzt hier nicht unbedingt Dinge machen, die ich im Augenblick noch nicht brauche. Oder zumindest nicht die Notwendigkeit sehe, das jetzt schon zu machen. Es sind andere Dinge wichtiger. Sagen wir es mal so. Cool. Na gut, ich würde erstmal hier den Bedarf an Wasser versuchen runterzudrücken. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt in unserer Situation. Und ansonsten müssen wir hier schick nochmal 5 los. Oder komm, mach mal 6, alles was da ist. Ansonsten brauchen wir hier so ein bisschen Nahrung. Und da hätte ich eine weitere Siedlung. Oder war das die Siedlung, die wir erstmalig angeflogen sind? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Moment mal. Karte. Könnte sein. Wir sind auf dem Weg zurück, wenn man so will. Wir sind ja von hier gekommen. Das könnte die Siedlung sein, die wir erstens angeflogen sind. Genau, Siedlung 1 von 3. Da steht's ja. Da wäre eine Oase. Hier gibt es jede Menge Bäume, sprich Holz. Ansonsten ist hier auf diesem Teppich nicht allzu viel zu sehen. Ist nicht. Schillender Deich hier. Schillernde Deich. Was ist los mit mir? Ist so fürchterlich. Schillernde Deiche, nicht Deiche. Einige kleine Teiche. Neben einer verlassenen Siedlung. Blühen in sonderbaren Farben. Der Ursprung der Pigmente ist ein Mysterium. Doch anscheinend können wir mit ihnen die Farben unserer Gebäude verändern. Ja, ist ja nett, aber... Okay. Wir nehmen die Farbstoffe mit, um unsere Gebäude anzupassen. Das ist eine nette Sache. Gar keine Frage. Aber ich habe im Augenblick andere Probleme. Ja, Gebäudemotive. Gebäudemotive, Tutorial. Du hast ein neues Gebäudemotiv in einer verlassenen Siedlung gefunden. Mit diesen Färbemitteln kannst du die Farben deiner Gebäude anpassen. Nett, aber im Augenblick, wie gesagt, ne. Entscheide dich für ein neues Motiv, indem du ein Gebäude auswählst. Das haben wir ja schon mal hier mit unserem Hangar gemacht. Und dann die Schaltfläche Farben drückst. Oder Motive drückst. Dort siehst du alle Farben, die du gefunden hast. Wählst du eine aus, wird das Gebäude sofort gefärbt.
Du kannst auch auf. Auf diesen Typ anwenden klicken, wodurch das Motiv auf alle Gebäude des gleichen Typs übertragen wird. Auf alles anwenden überträgt es entsprechend auf jedes Gebäude. Ja, da sind wir schon ein Stückchen weiter als das Tutorial, das haben wir schon selber rausgefunden. Aber nett, dass wir das hier nochmal sozusagen erfahren und da jetzt hier diese Möglichkeit hätten, mit diesen Farbtümpeln, Teichen. Okay, neues ausgesät. Okay, wir sind nahrungstechnisch einigermaßen gut dabei. So. Ja, da ist das mit dem Lehm. Muss ich beispielsweise. Kann ich das überhaupt schon? Genau, diese Sache mit den Lehmhütten machen, um andere Sachen machen zu können. Verwandelt Lehm in Lehmziegeln. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne in der Nähe von Lehmhütten. Die benötigen 3 Arbeiter, 15 Bäume, also 15 mal Holz. Und hat ein Gewicht von 2. Erstmal die Sache mit den Wegen. Das wäre mir lieber. Blick, blick, blick. Da sind Wege drumherum. Dann würde ich hier. Nein. So. Ganz gerne noch ein paar Wege machen. Wie gesagt, da könnte ich die den Wohnbereich weiter ausbauen, indem ich da noch ein paar Wohnblöcke hinsetze. So, schauen wir mal. Also, Eingang wäre auf dieser Seite. Ihr ahnt es schon, mein innerer Monk ist gerade am Meutern. Was soll das hier? Wieso? Das hilft nicht. Egal, ich setze das mal da so hin. Hier sieht man diesen Kreis, von dem die da gesprochen haben. Da sind wir aber weit von entfernt. Wir können also unseren Leuten, wir muten unseren Leuten da nichts Schlimmes zu. So. Okay. Dann wäre, ja, wir sind nah dran hier, ne, mit den Problemen. Aber ich denke, wir werden nicht drum rumkommen, uns da ein bisschen mit beschäftigen zu müssen. Ich guck mal, dass wir hier so ein bisschen Lehm bekommen. Wie heute beschäftigt mich nun los? Ja, yeah, ich will ja. Man lässt mich mal wieder nicht. So, ja klar, ein paar Arbeiter sind ja jetzt da in der, ne, in der Lehmhütte beschäftigt. Wo will denn unser Freund hier hin? Hallo? Noch schön hier auf Kurs, mein Freund. So. Mal zentrieren. Ali hopp. Das ist doch mal nett. So. Wo wird denn das angezeigt? Von wegen Lehm? Kohle ist. Ja, gut. Wir haben noch ein bisschen, aber das wäre so der nächste Punkt. Ressourcenlager. Ach, da sieht man es. Ah, sehr schön. 5 Einheiten. Ich würde sagen, wir bauen das da, was da unten ist, ab. Das sollte gehen. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Und dann können die Leute hier aus dem gefundenen Lehm oder abgeernteten Lehm oder wie auch immer, abgebauten Lehm, dann entsprechende Lehmziegel produzieren. Einen haben wir schon. Was eine gute Sache ist. Erstmal so ganz generell. So, das ist erschöpft. Da gibt es nichts mehr. Das Lager ist leer. Dann wäre einer der nächsten Punkte, die hier anzusteuern wären, wo wir Sachen machen müssten, wäre Kohle. Das sieht, glaube ich, nach. Nee, das ist Dickicht. Das ist keine Kohle.
Kohlevorkommen. Hi, gib ihn. Und wie ich gerade mitbekommen habe, dadurch, dass wir jetzt natürlich entsprechende Arbeitskräfte gebunden haben, wäre es vielleicht keine schlechte Idee, auch mal wieder eine Siedlung anzufliegen und zu gucken, dass wir noch mal die ein oder andere Arbeitskraft dazu bekommen. Wir haben ja noch ein bisschen Wohnraum. Und ansonsten können wir auch noch weiteren Wohnraum schaffen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Aber erstmal kümmere ich mich hier um unsere Kohle. Ja, okay. Während der Kollege dann noch unterwegs ist, ich kann das schon mal versuchen. Reisenfrei, ne? Ich mach mal hier den hier, genau. Ach, das wären dann immer die Ballons, so viel Arbeitskräfte in dem Fall, also wie so viel Flieger, wie wir zur Verfügung haben, werden hier mit den entsprechenden Ballons angezeigt. Alles klar. Ah, so langsam aber sicher. Geht aus den verschiedensten Dingen hier ein Schuh. Sehr cool. So, dann wird erstmal unser Kohlevorrat wieder aufgefüllt. Ich guck mal eben nach der Karte. Das sind die Deiche. Die Deiche, die Schillernden, die wir da gefunden haben. Ansonsten ist hier die Siedlung. Ja, man kann auch hier so ein bisschen näher ran. Man kann hier auch die Karte hin und her schieben. Das ist auch cool. Was ich jetzt noch cool finden würde, ist, wenn wir hier sozusagen die Ressourcen, die man so finden kann, wenn die zumindest schon, soweit wir sie gesehen haben, wenn die dann auch noch angezeigt werden würden, das wäre hilfreich. Aber wir sollten hier mal vielleicht mal hier so Richtung dieser Teiche fliegen, um zu gucken, was da sonst noch so ist. So, Wohnblock ist verbessert, das ist cool. Immerhin etwas. Ja. Ja, mit der Geschichte hier müssten wir erst irgendwas finden, damit wir das überhaupt machen können, oder ich bin da so ein bisschen ratlos. Wir sind ja jetzt fertig. Wenn ich jetzt hier die Akademie ermöglicht, das Erforschen von Entwürfen. Na gut, ich kann aber nicht unendlich viele bauen, bewegen. Akademie, die Muni zu ändern. Ich kann jetzt aber nicht sagen, beispielsweise irgendwie eine, hier, mach mal was im Bereich Auftrieb. Jetzt mal Beispiel. Oder Antrieb oder wie auch immer. Dass da so gezielt, dass man so sagen, gezielt sagen kann, ne, hier dieses, jenes, welches. In welche Richtung fliege ich gerade? Ich glaube nicht in die von mir gewünschte. Dann müssen wir hier zurück. Marsch, marsch, um vorwärts zu kommen. Wir haben Nahrung, wir haben ein bisschen was an Wasser, wir haben Auftriebsprobleme, Geschwindigkeitsprobleme, wir haben Kohle. Ja, meine Güte, da ist schon wieder 14 Holz. Wir haben noch ein bisschen Holz. Was machen wir mit dem ganzen Holz? Da sind die Teiche, dann lass uns da mal basishalber hindüsen. Was ist denn sonst noch? Verschiedene Ressourcen. Da vorne ist wieder eine Ruine. Da gibt es Wasser. Das scheint irgendwie eine größere Siedlung zu sein, so auf den ersten Blick. Ansonsten, ja, gewinnt jetzt nicht Gott weiß wie viel. Ja, das mit den Akademien, das ist noch so eine Sache. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit, wie das hier läuft. Weiß ich nicht. Schwierig, schwierig, schwierig.
Ich mach das mal, um einfach, um das mal kennenzulernen und um, dass wir das einfach mal gemacht haben. Ja, das hat man gelesen. Da wird eifrig geschleppt. Ja, den Lehm dahin. Wenn man da draufklickt, dann wird das, passiert das automatisch. Ich verstehe. Weil das ist irgendwie alles Standard. Das sind aber Sachen, die wir jetzt schon kennen. Leuchtung, Metall. Geht mal ein bisschen näher an. Also, da hat er jetzt da drin, hat er jetzt einen Weihnachtsbaum stehen. Okay. Ach, das sind noch verschiedene Varianten. Oh, das ist cool. Das sieht auch cool aus. Ah, so. Ja, gut. Wieder was dazugelernt. Nicht verkehrt. War ganz interessant. Folgendes. Moment. So. Hallo. Ja. Wie gesagt, wir lernen hier ständig neue Dinge. Und ja, ist ganz nett, was man da so machen kann mit dem Dekorieren der Gebäude. Nette Idee. Wie gesagt, ich hätte mir so ein bisschen mehr Informationen hier gewünscht in Richtung dieser Forschung. Also entweder habe ich da was überlesen oder irgendwas vergessen, was da vielleicht gestanden hat. Keine Ahnung. Ich muss da mal schauen, ob ich mich da so extern kurz ein bisschen schlau mache, weil das brennt mir dann doch so ein bisschen unter den Fingernägeln, dass ich da jetzt nicht die Bereiche erforschen kann, die aktuell ja doch nicht so ganz unwichtig sind. Ne? Also alles, was in Richtung Auftrieb und Antrieb geht, da geht im Augenblick nichts, obwohl das Spiel selber sagt, ne, du solltest da vielleicht mal was tun. Das auch entsprechend erläutert und so weiter und so fort, wie da so die Zusammenhänge sind und so. Alles wunderbar, aber machen kann ich nichts. So, wir haben, nochmal ganz kurz durchzugehen, ihr könnt das jetzt nicht mehr so ganz so gut sehen. Wir haben 11 Einwohner mit insgesamt 12 Häusern, also wir könnten jetzt noch einen Einwohner aufnehmen, ohne dass es Gemecker gibt. Wir haben 41 Einheiten zu Nahrung bei einer Maximalkapazität von 55. Wir haben 37 Liter Wasser bei einer maximalen Zahl von 55 Litern, die wir aufnehmen können. Ja, das Gewicht ist unseres fliegenden Wunschtraums hier. Ja, ich komme jetzt nicht drauf, egal. beträgt 37 von maximal 40, die wir haben können. Da sind wir also nah schon am Maximum. Wir haben, ja, Kohle ist ganz frisch dabei, haben wir gerade erst aufgefrischt. Da sind noch 29 Einheiten gegeben. Wir haben noch 14 Einheiten Holz, was nicht so wahnsinnig viel jetzt noch ist. Da müssten wir noch schauen, dass wir danach Schub uns besorgen. Wir haben immerhin 10 Lehmziegeln aktuell am Start. Wir haben noch kein Eisen, wir haben noch kein Glas, wir haben noch keine Leinwand. Und wir haben ein Ressourcenlager hier nochmal. Okay, das ist schon mal nicht verkehrt. Ja. Und wir haben 3 Relikte, die wir zum Handeln irgendwie verwenden können. Wir haben also jede Menge Möglichkeiten und es gibt hier auf dieser Karte noch das eine oder andere zu entdecken. Ich gehe hier erstmal vorsichtig gemächlich weiter voran, so wie das hier meine Art ist bei Spielen, die ich noch nicht so kenne, wo ich noch nicht genau weiß, beziehungsweise noch gar nicht kenne in dem Fall, wie ich hier so am besten vorgehe, bevor uns hier alles zusammenbricht. Und
Ja, der nächste Plan könnte sein, dass ich hier ein oder zwei von diesen Wohnblöcken da noch hochziehe, damit wir ein bisschen mehr Wohnraum bekommen, um weitere Leute aufnehmen zu können. Aber mehr Leute bedeutet auch, wir brauchen mehr Nahrung, wir brauchen mehr Wasser. Und mehr Gebäude bedeutet natürlich auch erhöhtes Gewicht. Ich muss das erstmal mit dem Auftritt irgendwie geregelt bekommen. Das brennt. So. Ich danke für euer Interesse, für euer Dabeisein. Ich danke für dein Dabeisein, für dein Interesse. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle für die vielen Abos, die ich in der letzten Zeit bekommen habe. Ja, wenn ich das auch jetzt erst erwähne, ich registriere das ja wohl. Danke für euch, für jeden weiteren, der jetzt hier dabei ist oder die jetzt hier dabei ist, je nachdem. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ist natürlich hier bei mir angekommen und ist für mich natürlich eine riesige Freude, wenn ich sehe hier, dass da neue Leute abonnieren. Ihr könnt jederzeit abonnieren, liken, kommentieren, ihr kennt das. Ja, und da ist auch hier stehen auch die Wege entsprechend. So, jetzt bin ich aber endgültig raus für diese Folge. Bis zur nächsten dann. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.